hier. Ah ja. Was braucht ihr? Schlüssel für den zweiten Stock. Aha. Okay. Ah ja, jetzt auf einmal geht die Tür auf. Oh Gott. Die sind so kurz bevor man erwischt wird, ne? Dieses, das ist nicht schön. Was denn? Also, ich habe mich jetzt gerade noch wohlgefühlt. Ich bin in meiner Wohlfühlzone momentan. Schön. Ja. Soll ich mal anfangen hier so ein bisschen? So? Bitte nicht geht's hin. Dann fühlst du dich gleich nicht mehr wohl. Ja, Callisto-Protokoll freue ich mich auch mega drauf, Matt. Tatsächlich ist es ja quasi so der geistige Nachfolger von Dead Space. Dead Space habe ich hier auf dem Kanal auch schon den ersten Teil zumindest schon mal angerissen, nachdem ich ihn, ja, das macht natürlich viel Sinn, einmal kurz mal einen Freiflug. Anlauf musst du nehmen. Ja, wahrscheinlich. Nachdem ich... Ist klar. Nachdem ich den über 10 Jahre nicht mehr gezockt hatte, Dead Space, den ersten Teil. Ja, eine PS5 auf dem muss, ist Pflicht, wenn der denn überhaupt für ein PS4 rauskommt, ne? Oh, guck mal hier. Noch eine Bakterie. Und den zweiten und dritten Teil habe ich ja auch schon lange, lange nicht mehr gezockt. Der dritte Teil war richtig geil, vor allem das DLC auf dem Mond dann. Und also ich kann nur sagen, ja, nee, aber lohnt sich. Also wenn du eine PS5 dir organisieren kannst bis dahin, falls nicht, sag Bescheid. Ich habe da Connections. Stehen zwar polnische Lettern drauf, ist aber kein Drama. Ja. Funktioniert komplett in Deutsch, kann man also durchaus machen. Das lohnt sich definitiv. Die PS5 für das Game lohnt sich definitiv. Also runterfallen würde ich jetzt nicht. Ja, ach, da so ein kleines Krawallbüsschen. Genau. Also Callisto-Protokoll in jedem Fall. Bin ich voll bei dir. Freue ich mich mega drauf. Dead Space 2 und 3 werde ich sicherlich davor noch mal kurz anreißen, dann auf dem Kanal. Mal gucken. Hast du dich erschreckt, mein Geist? Das tut mir leid, wollte ich nehmen. Oh, jetzt haben wir wirklich viele Batterien, wa? Ja, ja, also jetzt sind wir richtig zugeschissen mit den Dingern, ja. Hm. Aber ich vermute mal, wir werden sie auch brauchen. Haben wobei wir kommen jetzt auch relativ gut durch momentan, ne? Also, weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber ist schon schwungvoll momentan. So, wahrscheinlich werden wir hier irgendwo hoch müssen. Hm. Ja. Ja. Sieht gut aus. Einmal und nochmal. So. Gut, dann haben wir das auch. Hier können wir ja das Kamerading mal ausmachen. Waren wir da nicht gerade? Du bist einmal runtergefallen, oder? Ja, ja, ich bin. Nee, da drüben ist der Boden eingeknackt. Hier. Ah, okay. Oder du bist einfach nur runtergefallen. Nein, der Boden ist eingebrochen. Würde ich jetzt auch sagen an der Stelle. Ja, natürlich. Mhm. So, ich glaube nicht, dass wir hier für das Klo zwingend die Batterie wechseln müssen, oder? Komm. Aber das Schnorcheln ist ja geil. Ah ja, guck mal da, noch eine Batterie. Schnorcheln? Meinst du das Gegluckere? Ja. Nennst du Schnorcheln? Hey, ja, okay. Ich glaube, Matt hat schon, sagt schon, die Ruhe und der Flow vor dem Sturm, alles klar. Ja gut, ich lass mal überraschen, also schauen wir mal. Tatsächlich habe ich so im Urin, dass das jetzt so langsam dann auch sich dem Ende zunähert. Kommst du denn darauf? Naja, also so anhand der allgemeinen Informationen, die man so findet, soll es ja so um die 3,5 bis 4 Stunden gehen.
Aber wir sind jetzt schon wie lange dran? Naja, gut, aber wir haben Pause gemacht, dann haben wir uns da mit Dr. Trager oder wie er hieß, der Edward der Scherenmann, der hat uns ja auch ein bisschen aufgehalten. Dann habe ich ja alle Dümmer vorgelesen, also von daher. Ja, ja. Also 5 Stunden sitzen wir jetzt, glaube ich, schon dran. Wann haben wir angefangen? 19 Uhr? Ja, also jetzt sitzen wir ziemlich nur 5 Stunden. Also werden noch nicht mehr lange machen. Wenn es jetzt nicht bis um 1 Uhr durch ist, dann hören wir auf. Und dann mache ich nächste Woche alleine weiter. Und wenn ich dann halt nach einer halben Stunde durch bin, dann machen wir eben halt mit dem zweiten Teil weiter. Sehr zum Leidwesen von Maxi wahrscheinlich dann. Mal gucken. Habe ich nächste Woche keine Zeit? Weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich am 3.9. keine Zeit habe. Ich glaube, du hattest nächste Woche Dienst. Genau. Ja. Okay. So, Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik, 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Schlafzimmerhysterie ist auch lustig. Also, das Wort... Ja, Hysterie ist ja immer das, wo die Frauen damals auch weggesperrt wurden, aber eher auch 1800 bis ich was. Mhm. Und Anfang 1900. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in den besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Ja. Tja. Schön. Ja. Das mit den angenehmeren Träumen wird wahrscheinlich nicht passieren, aber hey. Ja. Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Abgeschließt. Hier geht's also nicht weiter. Da ist die Türe offen. Hm. Ah ja. Das war wieder ein Geist. Hier geht's auch noch weiter. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Er fängt schon wieder an, so seltsam zu atmen. Waren wir hier schon? Ich bin der Meinung, dass wir da bei dem Typen, der da auf dem Boden lag, eine Batterie gefunden haben. Kann das sein? Ja, keine Ahnung. Was war das? Ich ging zu. Irgendeiner. Ah ja. Ups. Die Nacht. Nö. Sehr schön. Mit Nugget Eyes will ich jetzt nichts zu tun haben. Ich glaube, die machen gleich die Tür wieder auf, ne? Ja, ich glaube auch. Hm. Wo ging's denn raus? Gute Frage, nächste. Also ich bin der Meinung, da sind sie. Also da jetzt nicht lang. Oh, Alter. Mit einem Schlag? Echt jetzt? Schön. Ja, okay, die hatten Bock. Ah ja, ach, ist herrlich. Feuer, aber dass sie auch direkt davor gespeichert, das passt schon. Weißt du, damit, dass die aber auch in verschiedene Richtungen... Ja. Versteck dich mal darunter. Ja, ist eine gute Idee. Und wenn der vorbei... Entschuldigung. Sprungvoll. Wenn er vorbeigelaufen ist, dann kannst du ja durch die Tür... Ja. Ja, ja, ist eine gute Idee. Ja, oder er guckt jetzt unter das Bett. Mhm. Weil das sind auch die einzigen, die da was zu hängen haben, ne? Bei den anderen ist alles weggeschnitten. War ja klar, dass du da hinguckst. Als ob du da nicht hingeguckt hast. Ich bin ein Mann, mich interessiert das Gehänge eines anderen nicht. Trotzdem guckt man da hin. Ja. Außerdem ist uns das vorhin schon aufgefallen. Stimmt. Also, dass da was fehlte, ja. Ist uns aufgefallen. So? Ja, da hast du recht. Aha.
So, damit haben wir zumindest erstmal Ruhe vor den wilden, nackten Männern. Schön. Ja, ist nur eine Vermutung. Glaub ja, du weißt, was auf uns zukommt, Matt. Oder aber du hast den Schrank vorhin einfach nur gesehen. Kann natürlich auch sein. Frage? Mit ich glaube Anlauf. Nicht, dass wir das schaffen, oder? Mit Anlauf, meinst du? Warte mal, dreh dich mal. Ach, kannst du. Nee, kannst du nicht? Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Und was ist mit da? Auch nicht. Ja, auch nicht, okay. Nee. Also bleibt nur rüberspringen. Mhm. Mit Anlauf. Hat ja vorhin auch so schön geklappt, ne? Total. Felix. Ah ja. Geht wohl dunkel weiter jetzt so. Uns ist gerade die Kamera abhanden gekommen. Ja. Das finde ich nicht nett. Ja, komm, wir gehen mal links. Ach, ich brauche meinen Camcorder, um mich im Dunkeln zurechtzufinden, ja? Schön. Du bist mir ja eine Pfeife und der lässt mich hier auch nicht rein. Guck mal, ich komme hier nicht weiter. Oder da ist eine Wand, das kann natürlich auch sein. Nee. Du musst da runter und ja. Wirklich holen, ne? Ja. Wie assi ist das denn? Na, naja. Ja, schön. Ja. Ja. Und so. Ey, weil du musst ja ganz nach unten. Ja, wieder. Weil der ist da in die Ritze. Hüpf da mal. Ist er rein. Vielleicht kannst du durchbrechen. Nee, ich glaube, das wird wohl nicht funktionieren. Hier geht's auch nicht rein. Oh, das ist jetzt aber echt assi. Das ist jetzt aber echt assi. Zumal waren hier nicht auch die komischen... nackten Männer. Ja? Mhm. Also nicht, dass ich vor nackten Männern Angst hätte, aber... Solltest du dich nicht bücken, ne? Du weißt ja, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Mhm. Ellbogen und so. Hm? Ellbogen und so? Ellbogen? Nee. Nee? Der Ellbogen hat damit nichts zu tun, wenn du mit dem Arsch zur Wand schläfst, aber mit auf dem Mund. Ja, stimmt. Ach ja, stimmt von mir. Ich hätte auch selber mal denken können. Duscht da jemand? Es wird hier dunkel. Alles wird wieder hell. Da geht's runter. Da duscht jemand, ja. Naja, also es duscht nicht direkt jemand, aber... Mhm. So, na dann. Ab runter. Also man kommt in jedem Fall wieder hoch. Das ist schon mal gut zu wissen. Mhm. Ja. Nee. Für mich sind wilde, nackte Männer jetzt nicht so prickelnd. Davon habe ich zu viele auf einem Haufen in meinem Leben erlebt. Also von daher, damit lockt man mich nicht für hinterm Busch vor. Aber jedem seins, also. Ne? Oh mein Gott. War ja klar gewesen. Also, warum sollte es auch einfach sein, ne? So, da sitzt wieder ein einsamer Reiter. Und da links war so ein Typ. Hier lag geht's da auf durch. Auf dem Boden nicht irgendwas? Nee, hier liegt nichts auf dem Boden. Hat aber so geleuchtet. Ne, ja, ist eine Lampe. Eine Falasche. Eine Lampe? Eine Wunderlampe? Ja, nee, eine Falasche. Eine Falasche, ja. Klar. So, da geht's nicht durch. Das ist zu. Ja, Modette. Ist na klar. War schön, dass sie kaputt ist.
Ich glaube, du musst den Weg echt wieder zurück, ne? Ja, würde ich sagen. Aber es macht nichts. Habe ich mir gemerkt. Wie auch das Herz weiter pumpen. Naja, klar, nachdem du gerannt bist, ne? Ja. Man aus der Puste sein, so ein bisschen. Ja. Also auch der Riss jetzt in dem Camcorder ist schon, haben sie schon nice gemacht, also gefällt mir. Wie alt ist das Spiel jetzt so? 2013? 2014? Irgendwie so in dem Dreh müsste das sein. Schon fast 10 Jahre, ne? Ja. Ja. Also ist nicht das Jüngste. Hier sind wir über die Betten drüber. Zack. Dann hier lang, dann so lang. Und so. Hops. So. Das ist ein Glück. Dann weiter im Text. Ja. Finde Martin im Verwaltungsblock. Okay, links, rechts ging es eh nicht weiter. Dann müssen wir jetzt hier einmal hüpfen. Ja. So, da ist Licht. Machen wir hier die Türe auf. Nope. Ah, hier waren wir da. Ja. Ja, da waren wir. Muss da auch überall rütteln, ne? Könnte ja sein, dass es doch rufiert. Meinst du, da geht's runter? Jetzt scheint mir der einzige Weg zu sein. Oh. Naja. Ist jetzt runtergefallen? Ja. Ja, da bin ich gerade runtergefallen. Stirbt man gleich? Das kommt ja drauf an, wie tief, ne? Ja, der Typ. Und das Problem ist, dass wir dort runtergefallen sind. Genau hier so die Ecke. Ja, und das heißt, der Abflug war ein etwas längerer. Also jetzt Anlauf nehmen und dann. Nee, gar nicht. Achso, oder? Da war doch ein Balken. Oder Anlauf nehmen. Ja. Ja. Ja, gut. Hör einfach auf mich. Wenn die Frau recht hat. Meinst du, er schlägt dich? Aber zeigt mit 2 Fingern. Jo, passt. Wieso ich nicht dein Patient bin? Weil du ein Patient bist. Sieht so ordentlich da aus. Ja, ne? Im Gegensatz zu dem ganzen anderen Spiel ist es hier schon fast aufgeräumt. Also, ist schon sehr seltsam. Wo geht's denn hier so hin? In die Kapelle, in die Cafeteria? Ruhe. In die Lobby? Naja, gut. Dann schauen wir doch mal. Hä? Oh, oh! Geh weg! Da war eine Batterie. Okay, können wir uns nachher angucken. Falsche Tür? Okay. Das klappt doch nicht. Das klappt nicht. Der findet uns. Schwör ich dir. Oder auch nicht. Mal's nicht an die Wand.
Marcel immer noch da? Ich würde sagen, nein. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich es gerade ausprobieren will. Naja, sterben tun wir so oder so garantiert da einmal noch, aber von daher. Wäre zu einfach. Schon, ja. Aber wie gesagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, er kommt wieder. Sieht mir gut aus. Jo. Da saß einer. Nicht, dass er dir dahergekrabbelt kommt. Der Typ. Nein. Der passt doch da gar nicht rein. Ich meinte eher den, der da gesessen hat. Ach, meinst du? Mhm. Nein. Ich mache mir eher Sorgen hier um Schatzi. Sicher, dass der jetzt nicht hinter dir ist? Ja. Da ist nichts. Alles gut. Sind hier nur irgendwo Batterien? Nein. Billys Träume. Oh, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Hey, Cindy. Cindy ist immer toll. Der Name ist immer so toll. Hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernicke über seine Therapie am Weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben, was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepinen steht. Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu füllen. Anscheinend können nur vampirähnliche Falter den World Rider töten, die von einem Dämon namens Horatschy ausgespuckt werden. Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrechtlaufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Murkoffs Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendwas davon in den deutschen Legenden finden kann oder ob sich Billy diesen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Würde sehr gern einmal die Notizen vergleichen. Gerne auch bei einem Glas Wein. Ist ganz schön einsam hier oben. Ist ganz schön einsam hier oben auf 2. Okay. Ja, was auch immer. Na denn? So, mit gut. Mit dem Weinchen hin, wa? Was? Mit dem Wein? Ja. Schön, Wein geht immer. Ja, finde ich auch. Ah. So, na dann. Next one. Hier geht's nicht raus. Atmet der noch? Oh. Glaub nicht. Warte, denn machen wir gar nicht schon mal? Nee, ich glaube nicht. Oder doch? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ganz am Anfang, also möglich. Vielleicht auf der anderen Seite oder so. Was hat er jetzt gesagt im Kino, ne? Yes, coming! I'm coming! Kino hatten wir da auch? Ich glaube, er meinte irgendwas mit Kino oder so. Recreation Hall. Schön, Billard. Oh, klassische Musik. Ja. Herrlich. Kann man schon mal machen. Ich weiß, dass da noch eine Leiter war.
Ah. Voll fett, was soll denn das heißen? Nicht wirklich. Oder meinst du vom Spielfortschritt? Ach so, ja, nee, den ganzen Tag nicht, erst seit 19 Uhr. Also, erst, sind ja jetzt auch schon gute 5 Stunden, 5,5 Stunden. Eigentlich hatten wir es uns zum Ziel gesetzt, das Ding heute fertig zu ziehen. Ich hatte gelesen, dass es nur 3 Stunden, 4 Stunden gehen soll. Gut, jetzt habe ich natürlich ein bisschen, sagen wir mal, ab und zu... Ups. Was hast du gemacht? Ich gar nichts. Ab und zu mich ein bisschen festgefressen an der einen oder anderen Situation, weil ich einfach nicht klargekommen bin. Beziehungsweise haben wir halt den einen oder anderen Blödsinn gebaut und haben halt nicht gefunden, wie es weiterging. Da haben wir dann mal so 10, 20 Minuten verloren, aber eigentlich war der Plan, heute durchzuziehen und fertig zu machen. Ich glaube, bei Uhrzeit an, wo langsam komische Menschen schreiben. Ja. Maslow, die Frage darfst du jedem anderen stellen, aber Antworten wirst du da keine drauf bekommen. Und, ach, guck mal, da gibt's ein Video. Wir sollten ins Kino, um einen Schlüssel zu finden, von daher. It's impossible to understand the things we felt, what we believe. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English birds are insufficient. Ja, alles gut. Ich habe Maslow schon rausgeworfen. So, deswegen auch gerade den kurzen... So, gut. Weiter im Text. Ich habe jetzt gar nichts mitgekriegt von diesem ganzen Text. Ja, ich war gerade auch leider ein bisschen abgelenkt. Ich hoffe, dass es jetzt hier auch nicht weiter so ein Schwachsinn läuft. Weil ansonsten wird der Stream jetzt einfach gleich ausgeschalten. Sowas dulde ich nicht.
duldet keiner von uns. Okay. So, wasch dir schön regelmäßig die Hände. Und manche Leute müssen sich auch den Mund oder die Finger waschen, in jedem Fall beim Schreiben. Nekrotisierende Faszitis. Wirklich verdammt, ich kündige. Ja, dann spoiler mich mal bitte ganz kurz, Phil. Und gib mir mal kurz Feedback, was jetzt eigentlich passieren soll. Ich hoffe, dass alle anderen jetzt nicht zu hart gespoilert werden. Und eigentlich hoffe ich, dass wir hier auch nicht weiter noch irgendein Bullshit jetzt im Chat drin haben. Ja. Ja, danke, Matt. Da kommt eine Tür mit krassen Sexualitäten. Also schlimmer als irgendwelche nackten Kerle, die mit ihren frei baumelnden Dingern durch die Gegend rennen, kann ich es mir eigentlich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ja, gib mir mal bitte 2 Sekunden. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen was erledigen. Das kann ich so nicht auf uns sitzen lassen.